Dann machen wir jetzt das Review und ich fange einfach mal an und rufe mal jemanden auf. Am besten, weiß nicht, Kassette zum Thema fetzige Meetups. Also bitte dann einfach nochmal die Macher oder Hoster der Workshops hier nach vorne kommen, der Sessions nach vorne kommen und nochmal kurz rekapitulieren, was so die Quintessenz aus den 45 Minuten war. Ja, wir hatten uns getroffen, ich glaube, wir waren so circa 15, 20 Leute, um uns mal über Meetups, die jetzt so in den einzelnen Städten entstanden sind, auszutauschen, sprich, was läuft gut, was läuft nicht so gut, war sehr interessant und wir waren auch mit der 1 Stunde recht knapp dran, also ich denke, da gibt's noch Bedarf, sich weiter auszutauschen. Wir sind halt so durchgegangen, dass halt zum Beispiel alle Meetups irgendwie bisher so das Problem hatten, dass bei den ersten Treffen, bei den Vorstellungsrunden eigentlich der Rahmen dann auch schon gesprengt war, weil man gar nicht zu den Themen kam, weil jeder damit beschäftigt war, sich vorzustellen und daraus Diskussionen entstehen zu lassen. Dass man sowas zum Beispiel begrenzt oder es kamen eben halt Vorschläge, regelmäßig Vorträge anzubieten und ja. Das haben wir auch alles ins Sendegate reingeschrieben, zu der Session fetzige Meetups. Vorbildlich. Haben wir gleich mitgeschrieben, ja genau, zu zweit. Melanie hat einen Teil da reingeschrieben, ich habe einen Teil reingeschrieben. Einiges wiederholt sich vielleicht auch noch. Müssen wir nochmal glatt ziehen, aber dort findet ihr eigentlich alles, was wir so angesprochen haben und was man so als Ideen für ein Meetup verwenden kann. Wenn ihr Meetups bei euch macht, kann man vielleicht diesen Beitrag im Sendegate auch gleich dazu zu nutzen, irgendwie mal aufzuschreiben, hey, wir haben das und das veranstaltet, das kam super gut an, probiert das mal bei euch aus, sodass da eine kleine Ideensammlung für Meetups entsteht. Ja, danke. Vielen Dank. Dann zwischen selbstbestimmten Hören und redaktioneller Auswahl @ Daniel Bücherle. Ja, eigentlich wollten wir oder wollte ich ein bisschen drüber sprechen, wie man eben von so Playlist-Management wegkommt und irgendwie eine Redaktion, wenn man eine Redaktion hat, wie zum Beispiel wir beim Bayerischen Rundfunk, dass man die mit einbinden kann, in wie das Programm zusammengestellt wird. Im Endeffekt ist ein bisschen mehr darauf rausgelaufen, dass ich eine Idee vorgestellt habe, die wir beim BR entwickeln, nämlich eine App, die so ein bisschen nach dem Vorbild der NPR One-App ist, wo so halb automatisiert, halb redaktionell und halb durch den Input vom Hörer ein Radiostream in Anführungszeichen aus bestehenden Audioschnipseln zusammengestellt wird. Das habe ich vorgestellt und genau, also wenn es noch weitere Ideen dazu gibt, wie man redaktionellen Input in sowas einfließen lassen kann, dann mich gerne ansprechen. Aber ansonsten hoffe ich, dass ich euch zumindest von der Idee begeistern konnte. Vielen Dank. Dann Humor und Podcast. Wie? Der Harry. Ist der? Das bin ich, ja. Humor in Podcasts. Ja, ausgerechnet. So eine richtige Lösung haben wir nicht gefunden. Wir haben viele Sachen festgestellt, die man finden kann, die Podcasts lustig machen, was da für Voraussetzungen gegeben sind, haben dann eine sehr lange und aber dafür ziemlich fruchtbare Diskussion, wie ich finde, geführt. Ich habe mir dabei ein paar Stichpunkte gemacht, die werde ich noch ins Sendegate klöppeln, aber die sind noch auf meinem Telefon und damit ist es so ein bisschen schwierig. Es waren mehr Leute da, als wir Stühle und Sitzkissen im Raum hatten. Einige mussten stehen, also es war recht gut besucht und mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Der reguläre Produktionsablauf von komplexen Team-Podcasts, ohne Kuh. Ist der Johannes. Ah. Ja, also wir haben, zum einen war ich begeistert, wie viele Leute sich dafür interessiert haben, weil wir ja ein Team von 6 Leuten im Hintergrund haben. Wir haben so ein bisschen besprochen, wie wir mit Trello arbeiten und eben wie das bei uns bei Puerto Partida funktioniert und ja, war ganz nett, also war ganz gut. Macht ihr das nochmal so als Doku, also den Ablauf, ja, dann auch ins Sendegate? Ja, ich versuche das dann nochmal, genau. Das wäre super. Ja, mache ich. Danke. Ja. Yeah. Vielen Dank. Studio Link, hands on, der Sebastian. Ja, ich habe nochmal das Plugin genauer vorgestellt, was ich heute Morgen ja schon gezeigt habe. Und wir haben uns halt so auch über Workflow, was kann man noch verbessern, dass halt das Ganze noch einfacher wird in der Oberfläche. Wir haben uns auch so ein bisschen im Bereich
mehr, also wenn man mit mehreren Remote-Teilnehmern aufnimmt, wie man das am besten handelt, ob das über mehrere Spuren oder Kanäle im Plugin sind, unterhalten. Und ja, sind da eigentlich auch schon ganz gute Ansätze bei Raum gekommen. Super, vielen Dank. Einstieg ins Podcasting, Daniel. Ja, also wir haben uns da ein bisschen drüber unterhalten, welche Hürden es denn zu überwinden gilt, wenn man mit dem Podcasting startet. Also wir haben einfach mal so ein bisschen über den Workflow geredet, über Technik, über Aufnahme, Schnitt, Veröffentlichungsmöglichkeiten. Ich bin aber ganz ehrlich nicht so ganz zufrieden mit der Session. Da lässt sich noch einiges verbessern, denke ich mal, weil es lässt sich wenig ins Detail gehen, weil die Gruppe dann auch relativ heterogen war. Und ich denke, da lässt sich vielleicht in Zukunft noch ein besseres Format finden, wie man so diesen Einstieg irgendwie erleichtert und ermöglicht. Aber da gibt es schon ein paar Ideen und ich denke, fürs nächste Mal werden wir uns da was Besseres überlegen. Kann ja schon mal sagen, er kam dann mit der Idee, ein Mentoring-Programm aufzusetzen und wir haben ihn dann zum Paten des Patenprogramms ernannt schon. Und in dieser Funktion wird Daniel euch, glaube ich, demnächst noch einiges liefern. Podcasting unter Linux, Johannes. Bei ihm gibt es die Anleitung für den Winketux. Nee, die gibt's nicht bei, die gibt's bei Eva, die hat den gebaut. Ist sie da noch? Ja, klar. Da, steh mal kurz auf. Anleitung für Winketuxe. Ja, also wir hatten unsere kleine Selbsthilfegruppe der unter Linux-Podcastenden. Ja, also die Erfahrungen gingen von funktioniert überhaupt nicht, bis nie mit was anderem gepodcastet. Und ja, die DAW der Wahl unter Linux ist Ardour. Das im Prinzip so eine ähnliche Problematik wie bei Reaper. Es ist komplex. Es ist nicht für Podcaster gemacht, sondern für Musiker. Und viel Funktionalität braucht man als Podcaster nicht. Da kam die Frage, kann man sich das irgendwie so themen, dass man das eben einfacher hat. Da haben wir so ein bisschen überlegt, dass ein großes Killer-Feature von Ardour ist, es ist Open Source. Das heißt, man kann sich Features wirklich da reinhacken, haben wir auch schon gemacht. Also Kapitelmarkenexport, den gibt's jetzt, weil ich den da reingehackt habe. Der ist auch in der Release 4.1 oder so und später drin. Das heißt, das geht. Problem ist eben, wir sind wenige, die unter Linux podcasten und das Ultraschall-Projekt hat ja auch schon gezeigt, man kann viel erreichen, allerdings ist es auch ein ganz schöner Aufwand und es kam so die Frage, ja, wie macht man doch ein How-To, macht doch mal Screencasts, das ist halt einfach beliebig aufwendig, das kann man nicht, macht man nicht mal so an einem Freitagabend als Einstimmung ins Wochenende und das ist eben so ein bisschen das Problem, dass es halt wenige gibt, die das vorantreiben können und das deswegen einfach viele wichtige Sachen nicht so richtig ins Laufen kommen. Ihr habt ja im Sendegate, glaube ich, auch mittlerweile eine eigene Kategorie, ne, mit oder? Ja, also es ist so im Sendegate, ich schaue immer so ein bisschen durch im Sendegate, ob es da Anfragen gibt. Also wer da irgendwie eine Frage hat, irgendwie Ardour stürzt nach 20 Sekunden ab oder sowas, einfach mal in Sendegate schreiben. Ich gucke da regelmäßig durch, ob es da was gibt und dann können wir uns da irgendwie austauschen. Vielen Dank. Dann Tim, Podlove Q&A, Publisher Q&A. Ja, da gibt's nicht so viel zu erzählen. Wir haben halt Q&A gemacht und es gibt viele Fragen und auch ein paar Antworten. Und ich werde dann auch gleich für morgen auch nochmal so eine Runde machen. Da kann man auch nochmal Fragen stellen, aber vor allem geht's um Feedback. Aber das sage ich eh gleich nochmal. Super. Dann TJ, Podcast-Verzeichnis. Jo, das Ergebnis für mich von der Session war, viele finden, erwarten von einem Verzeichnis ungefähr das gleiche wie ich. Und ich habe vier neue Mitstreiter gewonnen. Ich glaube, es könnte jetzt vorangehen. Also 2016 seid ihr fertig, ja?
Vielleicht haben wir bis dahin ein Release. Der Sender.org at Arjuvo. Ist der noch im Raum? Stefan, möchtest du noch was sagen, noch mal kurz als... Ja, dann ist okay, können wir weiter. Weil ich hatte deine Rede mit mir über Zettel zurückgestellt. Der hängt ja auch immer noch in das Angebot, mit dir nochmal über den Sender zu sprechen, unter vier Augen oder auch unter 6, 7, 8, was weiß ich wie viele. Und dann sich nochmal über das Konzept zu informieren und sonstiges. Ja, also spricht ihn an. Genau. Der Sender.org. Vision Audio, wie sieht Podcast morgen aus? Phil? Philo, ah. Ja, Vision Audio. Wir haben Träume gesammelt. Die sehen erstaunlich nach Papier aus. Und zwar der Metatraum vielleicht, ein offenes Netzwerk. Und da einfach ein paar Stichwörter, die da aufgetaucht sind. Suche, Hashtags, Kommentare, Finanzierung, Statistik. Alles wurde schon oder vieles wurde schon genannt. Ich denke, da ist einiges zusammengekommen und da gab es einen schönen Austausch. War auch sehr zahlreich besucht und der Nikolas von Methodisch Inkorrekt hat auch sehr schön dokumentiert, alles im Sendegate zu finden. Ja, soweit. So, dann unten geht's weiter. Verteilt kollaborativ an Audioprojekten arbeiten. Andi. Ja, ich habe so ein bisschen erzählt, wie wir bei Radio SM verteilt Audioprojekte schneiden. Dokumentation gibt es dann im Sendegate. Ich habe einen Audiomitschnitt verstanden. Vielleicht gibt es auch ein Transkript. Mal schauen. Perfekt. Ralf, Ultraschall für Ein- und Umsteiger. Ja, wie immer ein bisschen knapp in der Zeit. So 90 Minuten wären besser gewesen. Vor allem aufgrund dann doch manch kniffliger Rückfragen aus dem Plenum. Im Einsteiger-Workshop. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es eigentlich ganz fluffig gelaufen. Ich hoffe, ich konnte zeigen, dass der Aufwand, sich da rein zu fuchsen, dann doch sehr überschaubar und beherrschbar ist und dass man auf der anderen Seite viel an einfachen Features bekommt. Das wird es hinterher als Video geben, als was? Ich habe den Grundablauf habe ich im Sendegate schon reingefügt. Es wird auf jeden Fall zur 2.0 sowas auf Englisch geben. Vermutlich mache ich es dann auch nochmal auf Deutsch parallel dazu. Also, aber dann wird es wirklich eher so ein 60-Minuten-Teil, denke ich. Super. Und der letzte sind die Wissenschaftspodcasterinnen, die Webseite. In einer kleinen, aber feinen Runde haben wir unsere Ideen, die wir da am 3. Oktober geboren haben, dargestellt. Uns geht es ja vor allen Dingen darum, wenn wir sagen, wir suchen ein paar Podcasts aus und legen die auf eine gewisse Seite, dass klar ist, dass das keine Geheimbündelei ist und irgendwelche nicht durchschaubaren Regeln irgendwie dahinter liegen, sondern wir versuchen, diese Ideen, die sich da entwickeln und die noch tatsächlich in der Entwicklung sind, erstmal transparent zu machen, mitzuteilen. Ich glaube, dass uns das gelungen ist. Diejenigen, die da gewesen sind, sind mit uns in eine interessante Diskussion eingestiegen, haben uns mit Fragen konfrontiert, die wir auch schon erwartet hatten, aber auch mit Ideen gekommen, die weiterhelfen in der Entwicklung. Dafür an dieser Stelle nochmal vielen Dank und ich denke, wir können an diesem Projekt so weitermachen wie gedacht. Es haben sich keine Hindernisse in den Weg gestellt, die wir nicht lösen könnten. Ja, yeah, so. Gut, dann machen wir wieder unseren Bühnentrick. Ne? Den kannst du heute auch alleine machen. Es gibt nur einen Rat. Deswegen meinte ich das. Ihr könntet schon mal nach vorne kommen, wenn ihr Zettel für Sessions hattet. Ich habe mal vorweggenommen, dass ihr sie noch nicht dabei habt und deswegen. Ja. Ich bin mal so dreist und nehme meinen ersten Slot, weil Anna von Spreaker hatte eine Session eingereicht, das musste aber leider schon weg in ein Meeting
und würde das gerne morgen auf Englisch machen, Spreaker vorzustellen und mit euch in die Diskussion zu gehen, was das für eine Plattform genau ist, was man besser machen kann, was ihr erwartet. Und ich würde den einfach mal in, glaube ich, Abacus oder Synkope hängen in die erste Session. Also 12.15 Uhr in Abacus. Ach, zu den Sessions noch ganz kurz. Eine wird vor dem Mittagessen stattfinden, also um 12.15 Uhr bis 13 Uhr. Es wird dann um 13 Uhr Mittag geben. Und dann machen wir nur noch zwei Sessions hinterher, damit diejenigen, die früher abreisen müssen, nicht ganz so viel verpassen. Das hatten wir uns ja drauf geeinigt mal. Okay, es soll von mir den quasi zweiten Teil zu der Geschichte eben geben, wo wir uns nur um Schnitt beschäftigen, dabei dann aber insbesondere auch mit einem Fokus auf das gestern vorgestellte neue Storyboard-Feature. Und der Plan ist, dass ich für die Session eine Datei vorher bereitstelle, die diejenigen von euch, die die 2.0 installiert haben und ein Notebook dabei haben, dann direkt mit mir zusammen parallel nachvollziehen können. Mal ausprobieren, ob das so als Format funktioniert. Es hatten sich schon online 14 Leute eingetragen, von daher würde ich dann mal den Alphabet, glaube ich, dann nehmen und den letzten Slot. In Ordnung. Dann Alphabet 1515. So, das ist auch mein zweiter, meine zweite Runde, die ich hier veranstalten möchte. Und zwar geht es um Podcasting-Hardware im Eigenbau. So ähnlich wie bei Podlove und bei Ultraschall ist es ja so gewesen, dass vieles, was es so an Produkten gibt, ist nicht so richtig fürs Podcasten abgestimmt. Dann bei Hardware ist es etwas schwieriger, weil man die nicht so einfach entwickeln kann wie Software. Da muss man dann zum Lötkolben greifen. Das habe ich mal hier gemacht für so ein Bedienpult. Das, also alles, was es so gab an Hardware, hat mir nicht so gefallen. Das mit den Wiimotes, das ist immer so ein Trouble gewesen. Und ich habe dann einfach mal zum Lötkolben gegriffen und dann hier dieses Gerät gebaut. Und dann kam mir der Gedanke, das sollten wir vielleicht mal drüber reden, was für Hardware zum Podcasten gibt es denn noch nicht, was wäre wünschenswert zu haben, was können wir im Prinzip bauen, und das wollte ich einfach mal zur Diskussion stellen. Da sollen also Leute kommen, die einerseits Leute kommen, die Erfahrung haben mit einem Lötkolben, aber eben auch Leute, die noch nie einen Lötkolben in der Hand hatten, aber eben vielleicht Ideen einbringen können, was können wir denn, was wollen wir denn haben, was gibt's nicht zu kaufen, so dass man dann eben sich überlegen kann, was können wir denn vielleicht auch irgendwie kollaborativ planen, entwickeln und bauen. So, wer hätte daran Interesse? Mal so abgefragt. Ja, dann eine Wunschzeit für dich ist. Also, Synkope. In Synkope um 14.15 Uhr. Warte mal ganz kurz. Synkope ist der mit den Sitzkissen. Möchtest du lieber so eine lustige Kuschelrunde haben oder möchtest du. Ja, das ist also, wir wollen ja miteinander reden. Okay, gut, dann ist das ideal. So, oh, du nimmst. Achso, bist du mal vorlesen. Genau, also die Brigitte Hagedorn, danke. und ich, wir sprechen darüber Podcasting als Selbstständiger. Sie ist aktuell, schreibt gerade ihr zweites Buch über Selbstständigkeit und also über Podcasting als Selbstständiger und hat eben da seit Jahren Erfahrung, macht das schon sehr lange, und ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben über Podcasting für Selbstständige und wissenschaftliche Arbeiten, und dass wir da so ein bisschen reinfließen. Und wir machen eben eine Session zusammen. Wer sich eben dafür interessiert, darf jetzt die Hand heben. Kurze Runde? Bitte, ja, vielleicht auch. Ja, spät ist gut, weil ich nicht ausschlafe. In Ordnung, dann in Synkope um 15.15 Uhr, Selbstständigkeit und Podcasting. Ja, ich habe mich
dieses Jahr ein bisschen mit Storytelling beschäftigt und habe mir gedacht, das wäre mal ganz spannend, das zu diskutieren. Ich bin nicht der Experte auf dem Gebiet, kann so ein bisschen was zum Anfang sagen und dann würde ich einfach ganz gerne in die Diskussion einsteigen, wie eure Erfahrung damit ist und da hat ja jeder auch so seine Meinung zu. Waren relativ viele drauf, ne? Würde ich wahrscheinlich hier... Wer hat da Interesse an zum Thema Storytelling im Podcasting? Ja. Jetzt hast du es dir eingebrockt, Dennis. Genau, 14.15 Uhr, Storytelling im Podcast Alphabet. Halt, stopp, warte da. Es wird immer Überschneidungen geben, wo irgendwer nicht zufrieden ist. Das ist leider so bei Genau, dann machen wir jetzt 12.15 Uhr und jetzt wird es eng mit Überschneidungen, so mit Schieben. Ja, ich habe meinen Session-Vorschlag genannt, International Podcast Day 2016. Ich habe in 2014 den ersten Anlauf unternommen, im deutschsprachigen Raum ein bisschen was zu organisieren zum International Podcast Day. Für die, die den nicht kennen, in USA gibt es die Podcast Movement, das ist eine relativ große Konferenz, Barcamp zum Podcasting. Da ist jemand auf der Heimfahrt mal auf die Idee gekommen, es gibt zu allem einen Tag, Frauentag, Kindertag, Nichtrauchertag, warum nicht auch ein Podcast Day, um Podcasting bekannt zu machen und neue Leute zu gewinnen. 2014 war da die Resonanz im deutschsprachigen Raum recht klein. Detektor FM hat eine kleine Sendung gemacht und ein paar Podcaster haben ein bisschen was gemacht. Es kam hauptsächlich das Feedback, warum heißt es National Podcast Day, wenn es in den USA stattfindet. Letztes Jahr haben sie es dann umbenannt in International Podcast Day. Da war die Resonanz schon ein bisschen größer. Ich hatte in einem 24-Stunden-Livestream, die organisiert haben, mit Henning Krause zusammen vom Resonator eine Session gemacht über Wissenschaftspodcasts und wir haben im Franken Podcast Meetup drüber nachgedacht, nächstes Jahr ein bisschen was Größeres zu machen. Und ich würde einfach gerne eine Session machen, um Ideen zu sammeln, wer da Lust hat, vielleicht mitzumachen, um das Thema Podcasting voranzubringen. Wer hätte daran Interesse? Dann um 12.15 Uhr in Synkope. Ich habe dieses Jahr mal mit den englischsprachigen Podcasts angefangen und festgestellt, da gibt es ja doch irgendwelche Zusammenhänge. Teilweise haben die Leute bei den anderen gelernt und so weiter. Und wenn jemand von euch da auch mehr drüber weiß oder einfach mal so einen kleinen Austausch machen möchte und so ein bisschen so eine Landschaft, was da in USA und aber auch UK und so weiter so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr euch zusammen mit mir treffen würdet und dass wir uns einfach mal lustig unterhalten. Auf dem Zettel stehen 7 Leute. Wer von denen hätte sonst noch Lust dazu? Ja, ihr kommt in Abacus 14.15. Kein Protest? In Ordnung. 14.15 Abacus. Ding dong, ding dong. Genau. First things first. Feedbackrunde zum Podlove Publisher. Wir wollen ein bisschen über die Zukunft reden und was so Prioritäten sammeln. Nachdem es heute ja mehr um Fragen zum aktuellen Stand ging, wäre hier einfach mal breites Brainstorming angesagt. Ich hatte ja in meinem Vortrag gestern schon ausgelegt, was da sozusagen alles theoretisch in Frage kommt und wir würden halt gerne sammeln, was gemacht werden soll. Kann natürlich auch die andere, eine oder andere sonstige Frage platziert werden. Wer wäre dabei? Ja, ich würde eigentlich gerne nach Alphabet wegen des Beamers. Die haben alle Beamer. Aber ja, du kriegst Alphabet. Ich habe eins vergessen. Wir sind alle schon ein bisschen müde, inklusive mir. Ich sehe jetzt hier schon mehr Leute stehen noch als noch freie Räume, aber wir haben ja gesagt, man kann sich auch hier sehr gut noch in Runden zusammenfinden und sowas. Ne? Also auch das. Ja, super. Dir wollten wir ja eh noch eine Box bauen. Genau. Magst du mir vorstellen? Ja, klar, sicher. Wenn Dennis es aus der Hand gibt. Ich muss oben an. Ja, also. Es geht um den European Podcast Award. Nein. Ich muss gerade ablesen. The Doctor is in. Nachdem ich heute ja so ein bisschen über Feeds gerantet habe,
Habe ich mir überlegt, euch mal auf die Sprünge zu helfen. Sollte also unter euch jemand sein, der sich nicht sicher ist oder der weiß, dass er ein Problem mit dem Feed hat, weil er schon mal bei iTunes abgelehnt wurde oder weil ihn Hörerinnen und Hörer angeschrieben haben, hör mal, ich habe da ein Problem beim Abonnieren. Ich würde auch keinen Raum brauchen dafür, sondern ich würde das eventuell auch irgendwo hier machen. Setzen wir uns zusammen, gucken wir uns den Feed an. Ich bin jetzt kein XML-Experte, ne? Aber ich weiß, was drinstehen muss. Und ich kenne so die üblichen Fehler, die drinstehen. Wir können uns da gerne mal zusammensetzen, mal gucken, ob euer Feed die Rüsselseuche hat, ob da irgendwas nicht stimmt. Und dann kann ich euch vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben, wie es besser wäre. Wer braucht denn da mal ärztliche Beratung? Es hat genau niemand seinen Namen drunter geschrieben. Also sind eure Feeds alle klasse. Gehe ich fest von aus. Ich bin allerdings ab circa 15 Uhr weg, spätestens. Das heißt, ich brauche was relativ früh. Wie gesagt, ich brauche aber nicht unbedingt einen Raum. Und da nur noch 1-2 Slots frei sind, wir machen, ist gut. Also Anonymität wird gewährt. Und es gibt kein Feed-Shaming. Außer Feed-Shaming gibt es immer nur für Software, niemals für Menschen. Ja? Genau, das war so die Idee, die ich gerade vorschlagen wollte. Wir haben ja diese schönen Trennwände hier, die stellen wir hier so auf und dann bauen wir da was. Sprechstunde bei Dr. Feed, dann morgen um 12.15 Uhr in hier Mosaik. Ja, Dr. Feed. Waren Sie schon mal frei? Ja. Kurz einatmen, ja. Aus Versehen draufgedrückt, ist mir noch nie passiert. Ich habe ja eine der offiziell im Vorhinein eingereichten Sessions hier ausgedruckt mit dabei und 9 Interessenten, aber ich könnte auch auf Free Floating gehen, ist eigentlich egal. Das Thema ist, wir basteln uns eine Umfrage. Also wir wissen immer relativ wenig über Podcast-Nutzung in Deutschland. Es gibt einige sehr alte Studien, da hat sich jetzt vielleicht was verändert. Es geht so ein bisschen in der Session darum, wie funktioniert überhaupt eine Umfrage. Also ich würde so ganz kurz ein paar Basics einführen. Das ist im Grunde keine Raketenwissenschaft und ich habe ja die letzten Male versprochen, dass ich das euch auch gerne zeige. Wenn ihr das mal sowas machen wollt für eure eigenen Podcasts, Nutzerbefragung, vielleicht auch so ein paar Tricks, wie kriege ich die dazu zu antworten, ohne ihnen irgendwie einen Goldbarren zu versprechen oder sowas. Und das andere ist, dass man sowas vielleicht auch tatsächlich mal, es gibt zum Beispiel für Internet-Webradio-Nutzung einen jährlichen Monitor. Für sowas im Bereich Podcasting gibt es sowas überhaupt nicht. In den USA wird das kommerziell durchgeführt und das sind schon ganz interessante und spannende Entwicklungen und da könnte man überlegen, ob man nicht einfach mal gemeinsam Themenfelder und Themenbereiche so definiert und absteckt, die man in so einer Umfrage angehen würde, könnte und so weiter und so fort. Also wenn ihr dabei sein wollt, kommt dahin. 15:15 Uhr. Wir dokumentieren das natürlich alles. Also das Schöne am Abakus ist, ihr habt die kompletten Wände zum Vollmalen, weil die ganzen Wände ein Whiteboard sind. Wir können die Wände befragen. Also kommt gerne vorbei beteiligt euch am Thema Umfragen. Nochmal Abakus 15:15 Uhr. Ich möchte natürlich nicht deinen Platz wegnehmen. Aber es wird ewig free-floating. Ich dachte, jetzt, wo der Webplayer 3.0 noch nicht ganz frisch ist, noch nicht ganz fertig ist, reden wir über den 4.0er. Ich habe da was vorbereitet. Überholen, ohne einzuholen. Und das wird wahrscheinlich sehr technisch. Also free-floating würde ich sagen, hier irgendwo diskutieren, das wird ausreichen. Es hat sich auch noch keiner angemeldet, weil ich es ja noch nie irgendwo hingeschrieben habe. Genau, das dann. Also ab 15.15 Uhr diskutieren. Nein! Mit Juri. Moin, muss keine Session sein, ich suche eigentlich nur potenzielle Beta-Tester. Passend zu dem Thema Webplayer, ich arbeite an einer offline-fähigen Podcast-Player-Web-App. Also das wird es gerade im Browser möglich, dass man auch Podcasts offline verfügbar haben kann, also beziehungsweise auch die ganze
Podcast-Anwendung offline funktioniert. Und falls da jemand Interesse hat, sowas zu testen, natürlich wird es am Anfang, werden da wahrscheinlich ganz viele Sachen nicht funktionieren und wird Probleme geben, aber wenn da jemand wirklich Bock drauf hat, einfach an mich wenden. Willst du mit Juri zusammen machen, vielleicht? Genau, wir haben schon miteinander gesprochen und ich suche einfach... Juri und ich haben darüber gesprochen und das kann auch so aussehen, dass wir zuerst einfach mal den Webplayer da einbinden und dann noch einfach das Ganze um eine Subscribe-Funktion erweitern. Und ich suche da einfach Feedback und deswegen würde ich jetzt sagen, hier hängt dann der Zettel und wenn ihr es nicht schafft, mit mir zu sprechen, aber dann irgendwie mir noch schreiben wollt, hier steht auch meine E-Mail-Adresse und alles. Kommt einfach auf mich zu. Dann übernehme ich jetzt den letzten Slot. Und zwar ich und Renke, der und so weiter, wir wollen mal reden über Payments Beyond Flatter. Flatter stirbt und was machen wir jetzt? Das wird ein lustiges Ideen sammeln, gucken, was so die Bedürfnisse sind und vielleicht finden wir eine Lösung, keine Ahnung. Wir reden einfach mal drüber. Ich nehme jetzt einfach auch hier, wir werden uns einfach hier um 14.15 Uhr in Mosaik treffen. So, wir haben also ein Programm für morgen. Wir werden das auch irgendwann online haben. Und ja, wir sehen uns dann morgen um 10 Uhr zum Durchstarten. Und heute geht es natürlich aber auch noch lustig weiter, nämlich mit lecker Essen zum Ersten. Und damit wir schon mal die Grundlage für etwaige Chunks schaffen. Habt ihr da schon eine Chunk-Planung, wann es da losgeht und so? Wenn es Chunk gibt, dann gibt es Chunk, ja, okay. Und um 21 Uhr werden wir uns dann hier nochmal einsammeln zum, das wollte ich schon Hacker-Jeopardy sagen, aber es ist Podcaster-Jeopardy. Und macht euch schon gefasst, also 8 Mitstreiter bräuchten wir dann doch, die mitmachen, sonst müssen wir unsere eigenen Fragen finden auf die Antworten, die wir uns ausgedacht haben. Es macht dann, glaube ich, nicht ganz so viel Spaß, wie wenn ihr das macht. Und möchtest du das nochmal anpreisen? Aber sowas von. Es gibt nichts, worauf ich mich dieses Jahr mehr freue, als dieses Jeopardy heute Abend, außer vielleicht meine Hochzeit. Es wird der totale Burner, glaubt mir. Ihr werdet Spaß ohne Ende haben, also schaut hier um 21 Uhr vorbei. Achso, genau, Tim ruft hier gerade noch rein. Also es wird auch morgen früh wieder Frühstück geben, also belegte Brötchen in genau der Konstellation, die wir heute auch hatten. Das heißt, ab so 8.30 Uhr, 9 Uhr werdet ihr hier belegte Brötchenhälften vorfinden, um euch dann auch schon mal zum ersten Kaffee hier einzufinden und zu versammeln. Und auch Mittagessen wird uns wieder Gaumensupport versorgen. Und dann wird hier um 16 Uhr ungefähr das Abschlusspanel stattfinden und ab 17 Uhr der Abbau. So, Heiko macht irgendwelche Zeichen. Achso, Ralf möchte was trinken. Genau, ja, ich gehe jetzt was trinken. So. Gut, ansonsten wünsche ich guten Appetit. Achso, eine Sache noch ganz kurz. Wir haben es dieses Mal ein bisschen vergeigt mit den Metadaten. Das tut uns sehr leid. Auf euren Schildern ist diesmal nur auf den meisten nur der Name drauf. Schreibt einfach selber, sucht euch lustige Stifte, Regenbogenfarben, sonst irgendwas. Schreibt selber noch was drauf, was ihr drauf haben wollt. Nächstes Mal machen wir es wieder anders. Guten Hunger.